Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Prey mit Paxis. Wir sind hier immer noch im Arboretum. Keine Ahnung, wie es genau heißt. Auf jeden Fall sind wir immer hier in den Lustgärten quasi der Talos 1. Und ich wollte eigentlich zuerst zum You, aber bin da leider noch nicht so richtig rein. Also ich weiß nicht so richtig, wie ich da hinkommen soll. Ich glaube aber, wenn ich... Ich helfe dir nicht mehr. Wenn ich hier reingehe zum Hauptaufzug, dann komme ich, denke ich, zu... Ach nee, Moment mal, der geht glaube ich nicht, ne? Was? Voll? Seit Ewigkeiten mal wieder. Mal gucken. Ach, das ist ja krass. Fuck. Können wir nichts mehr stapeln oder so? Moment mal, das hier können wir auch stapeln. Ja. Aber gut, da bräuchte man wieder was zum Recyceln, ne? Hauptaufzug. Doch, geht. Oder? Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann zu Alex Yu ins Büro kommen und das war ja irgendwie auch ein Nebenquest. Ich glaube, Tresor öffnen oder so. Transstars Direktorium besteht aus einer zwielichtigen Zusammensetzung internationaler Investoren mit Beteiligungen in zahlreichen Branchen und Regierungen auf der ganzen Welt. Du betrittst Lobby. Also mal ein bisschen Lobbyarbeit leisten. Haha. Düdün. Düdün. Na komm. Na komm. Und los. Was sind eigentlich für Wolverine-Schlitzer, die da immer im Hintergrund durchgeführt werden? Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Ich versuch's. Kommen Sie raus, die Wrack. Alles erscheint. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Technopath. Es hat ewig gedauert, aber die Reparaturen an den Luftschleusentüren zum Arboretum sind endlich abgeschlossen. Ich habe den Verdacht, dass sich jemand an der Elektronik dort oben zu schaffen gemacht hat. Als ich den Schaltkasten aufgemacht hatte, sah es so aus, als hätte dort jemand mit einem Lötkolben herumgefuhrwerkt. Kabel kreuz und quer. Zeug, das da nicht hingehört. Die Programmierung war auch nicht mehr in Ordnung. Ich musste alles löschen und neu installieren. Ich sollte einen Technik-Operator hinschicken, um den Rest in Ordnung zu bringen. Ich werde der Sicherheit ebenfalls einen Bericht darüber erstatten. Wir haben hier mehr als genug Schrott, der nicht richtig funktioniert. Schwächen, Elektrik, Depression, psychisch EMP. Verstanden. Das werde ich untersuchen. Und zwar, ist aber schon mal geil, dass wir jetzt direkt da... Das hier, oder was? Maschinenkontrolle 1. Du zwingst robotische Gegner dazu, nicht mehr feindselig zu sein und 30 Sekunden lang mit dich zu kämpfen. Okay. Ja, sorry, aber ich wache hier auf quasi, als ich aus dem Fahrstuhl rauskomme. Da kommt so ein blöder Techno irgendwas. Und dann, als ich ihn gescannt habe, kommen plötzlich drei Korrumpierte von diesen scheiß Operatoren. Was ist denn hier los? Übertreib's mal nicht. Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Ja, komm halt Maul, ey. Wie soll ich denn den in Ruhe scannen? Oh Gott, ich sehe es schon wieder kommen. Ich will aber versuchen, ihn zu scannen, bevor ich ihn platt mache.
Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ach so, keine neuen Daten. Na danke, dass das gespeichert bleibt. Gen wäre aufschlussreich. Ist etwas kaputt? Alter, wie schnell wir Energie verlieren. Und wie wenig der Energie verliert. Ich hab's gar nicht mehr probiert, Krass. Der Kampf wird schwer, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich nicht mehr ihn nochmal scannen muss, sondern jetzt einfach ihn abknallen kann. Ich schau nochmal sicherheitshalber nach. Telepath. Ne, Technopath ist doch gar nicht hier. Unbekannt. Muss ich das scannen? Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Bringt mir auch nichts. Ich würde ihn jetzt gerne nochmal scannen, ohne dass er mich sieht, und dann nochmal speichern, damit ich mich dann halt einfach zu 100% auf den Kampf konzentrieren kann, der, denke ich, ziemlich schwer werden wird. Mit den drei Operatoren auf diesem scheiß kleinen Raum. Morgan, dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Das von Ihnen in der Psychotronik. Freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. So, jetzt ist die Frage, welcher Angriff hier erstmal am besten ist. Okay, also diese komischen Dinger bleiben einfach an Ort und Stelle und ich muss weggehen. Alles klar. Das ist ein richtig beschissenes Kackkampf. Ich weiß nicht, ob die EMP-Ladung, aber stand ja da, dass es gegen EMP irgendwie in der Psychotronik besonders anfällig wäre. Recycler-Ladung. Fähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Ja, ich muss da weg, das funktioniert so nicht. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Kritisch.
Scheiße! Es lief doch gar nicht so schlecht. War extra ruhig, um mich zu konzentrieren, dann habe ich aber den falschen Knopf gedrückt. Fuck. Das von Ihnen der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Wieder verdrückt, fuck! Oh, die Steuerung ist so scheiße, nicht intuitiv. Fuck! Der Kampf davor lief besser. Wenn ich wenigstens diese drei beschissenen Operator erstmal platt bekommen würde. Das von Aber die Pumpgun zieht echt zu wenig ab im Vergleich. Ihnen der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Ich glaube, jetzt ist es einfach, weil die kleinen Scheißtypen wechseln. Kraul die Nase. Okay, jetzt verblase ich zwar mein ganzes Essen wieder, aber scheiß drauf. Ich glaube, die Recycler-Ladung bringt gar nichts gegen ihn. Disruptor wird auch nichts bringen, ich kann es ja mal testen. Oh, halt's Maul! Zum Glück habe ich gespeichert, ey. An der Stelle, wo ich alleine war, gegen ihn. Okay, die MP-Ladungskanone bla ist Schrott. Also auf was für eine Entfernung trifft ein diese Scheiße denn? Guckt euch das an, ist unglaublich. Ich glaube, ich hätte eher mit diesen Dingern arbeiten sollen, weil die haben mega viel Schaden gemacht. Scheiße, Mann. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt, bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Und erschreckend.
Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Oh, krass, ey. Hendrik de Vries Büro, aber es ist nicht für die Wohnkapsel. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Verursache keine Schäden. Mhm. Aber irgendwie trotzdem auch wieder ein schöner Bossfight, auch wenn er noch mal einen Tick schwieriger war, gefühlt, als der andere, der letzte. Der letzte war ja vor allem so schwer, weil ich mir selber so schwer gemacht habe und die Menschen nicht umbringen wollte. Hat ja am Ende auch geklappt. Komme ich hier jetzt zum Alexius Büro? Das sieht irgendwie nicht so aus. Also das, was ich glaube ich eigentlich wollte, habe ich jetzt nicht damit bekommen, oder? Jetzt hin? Gehe zur Lebenserhaltung. Nee, da gibt es ja überhaupt gar keine Ziele. Also ich muss ja gar nicht dahin. Vielleicht muss ich da mal irgendwann hin, aber... Psychotronik. Okay, ich bin äußerst verwirrt, muss ich zugeben. Fahren mal hoch ins Arboretum. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt rauskommen werden. Hallo? Was ist denn jetzt los? Warum ist denn da dieses Zeichen? Oh oh! Irgendwie überstanden und es gibt keine Leiche. Das war wahrscheinlich wirklich nur ein Traum. Jetzt sind wir im Arboretum. Also müssen wir zur Lobby fahren oder was? Wird. Aber wir müssen ja eigentlich weiter nach oben, wenn wir zu Alex Hughes Büro wollen, zumindest wenn ich das richtig mitbekommen habe. Versiegle den Außen. Oh fuck, ich war doch schon wieder verstrahlt. Nicht mehr viel Munition. Guten Tag, Talos. Die Sicherheit an Bord obliegt unserer aller Verantwortung. Bei Sorgen und Fragen wenden Sie sich an sicherheit@transtar.talos. Fuck. Können wir eh nichts tun, das ist ein Schild.
Scan abgeschlossen. Phantom Genesis. Du erzeugst aus einer menschlichen Leiche ein stärkeres Phantom, das für dich kämpft. Die Art des Phantoms wird zufällig festgelegt. Du erzeugst aus einer menschlichen Leiche ein Phantom, das für dich kämpft. Das ist ja geil. Müssen wir was das hier machen? Unbekannte Fähigkeit. Um diese Fähigkeit weiterzuschalten, musst du weitere Typhon mit dem Psychoskop scannen. Scheiße, das klingt aber echt geil, die beiden Sachen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So, Dechiffrierungsschlüssel. Den Außenrumpf. Bin äußerst verwirrt, aber eigentlich müssen wir erstmal in unser Büro rennen, weil ich muss recyceln. Würde ich behaupten. War das nicht hier? Bin ich gerade. Hier ist doch auch nicht. Fuck, warte, mein Büro, bin ich dumm? War's auf der anderen Seite? Nee, oder? Ist der schon tot? Okay, ich weiß nicht, warum wir unser Büro nicht finden. Das scheint aber irgendwo anders zu sein. Hier waren wir auch noch gar nicht drin in der IT-Abteilung. Ist auch interessant. Gehen wir nochmal rein. Also ich muss ja auf der falschen Seite sein. Anders kann es ja gar nicht. Aber ich dachte, ich bin auf jeden Fall verwirrt. Ja, ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch... Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.